Mein Name ist Melchior Maus. Ich arbeite bei der Maus GmbH Modell- und Formbau. Die Maus GmbH ist ein Familienbetrieb, der 1925 gegründet wurde. Die Firma Maus produziert Aluminiumwerkzeuge, um Kunststoffkörper herzustellen. Hier haben wir uns auf ein Verfahren spezialisiert, das Rotationsgießverfahren. Wir haben uns Spezialwissen angeeignet durch innovative Forschungen, die wir im Haus gemacht haben. Und immer diesen Drang, Neues zu entdecken, Neues zu erforschen für die Produktion für morgen. Digitalisierung spielt eine große Rolle. An den Fräsmaschinen sind wir schon digital. Man will ja auch den Mitarbeitern helfen bzw. die Arbeitsplätze attraktiver gestalten. Hierbei wollen wir moderner werden, wollen einfach auch planbarer sein, weil alles, was von Hand passiert, kann man nicht ganz einschätzen. Der Anwendungsprozess, um den es geht, das sind die Aluminiumfrästeile, die später verschliffen werden, damit die eine gewisse Oberflächengüte haben. Momentan passiert es von Hand mit Pneumatikschleifern oder elektrischen Schleifern, wo sich der Mensch dann über die Aluminiumformschale drüber beugen und blöde Haltungen einnehmen muss. Es kann sein, dass er das eine Viertelstunde macht oder 20 Minuten und dementsprechend kann er an seine Grenzen kommen. Das sind alles Einzelwerkzeuge, also keine Massenproduktion, sondern jedes Bauteil nehmen wir einzeln auf die Maschine, wird einzeln geschliffen und verarbeitet. Die Idee mit dem Roboter ist, dass der Roboter den Menschen nicht ersetzt, sondern unterstützt und nicht die komplette Arbeit macht, sondern nur die, die schwierig zu erlangen sind oder große Flächen, wo der Mensch diese 20 Minuten über dem Bauteil drüber stehen sollte. Ich habe das noch nie gesehen, dass es wie eine Firma geschafft hat, mit Robotern eine Form auszuschleifen, um Oberflächengüte herzustellen, gerade im Einzelfertigungsbereich. Wir hatten noch gar keine Erfahrung mit Robotern. Aber Artimines hat ihrer RPS uns sehr geholfen, da sie uns die Türen in die Robotik geöffnet hat. Haben uns sämtliche Fragen beantworten können und hat sich auch die Zeit genommen, um uns das zu erklären. Wenn ich Fragen hatte oder irgendwelche Probleme, konnte ich anrufen zu jeder Zeit. Hier sehen wir den Roboter, der mit einem Fuß auf dem Maschinentisch befestigt ist. Das Ganze folgt über ein Nullpunktspannsystem, genauso wie hier die Formschale, das Aluminiumteil, was bearbeitet wird. Das ist eine Formschale von einem Kraftstofftank. Den haben wir dann auch über das Nullpunktspannsystem ausgerichtet. Und somit haben wir eine absolute Definition der beiden Bauteile. Das habe ich dann auch bei der Artimines RPS so eingepflegt, dass man genau den exakten Abstand im virtuellen als auch im reellen hat. Eine Methode, die ich regelmäßig angewendet habe, das war die Cut-to-Path-Methode. Da importiert man sich eine Linie, die man dann auf seine Fläche projizieren kann, die dann der Roboter abfahrt mit einer gewissen Kraft, die man angeben kann, kann die Toleranzen einstellen und kann man dann mit den Parametern spielen. Der allergrößte Vorteil ist einfach, dass man offline programmieren kann, dass man jetzt schon Programme schreiben kann, die man erst morgen braucht. Was auch ein Vorteil ist, ist die Simulation, dass man einfach eine Kollision vermeiden kann, damit der Ablauf sicher läuft und man keine Fehler hat. Die Einfachkeit, innerhalb von 2 Wochen konnte ich dann die ersten Programme dann schreiben, die dann sicher gelaufen sind und dass die RPS das Programm in die jeweilige Sprache des Roboters umwandelt. Wenn wir weiter sind, wird die Vision sein, dass jeder Arbeitsplatz im Formenbau einen Roboter bekommt, der mit ihm die Form ausschleift und ihn dann unter die Arme greift.